Dieses Sägeblatt ist genial, aber in Deutschland verboten. Ich hab's trotzdem für euch getestet. Das ist ein sogenanntes Wanknutsägeblatt. Dieser mittlere Teil sorgt dafür, dass sich das Sägeblatt nicht gerade dreht, sondern hin und her wankt. Der Schnitt wird dadurch breiter, zwischen 3 und 21 mm. Das Sägeblatt gibt es in Deutschland nicht zu kaufen. Ich habe es mir zu Anschauungszwecken direkt in Japan bestellt. Und es passt nur in meine Makita-Handkreissäge, die ich ebenfalls aus Japan habe. Aber jetzt wollen wir erstmal sehen, wie das Sägeblatt sägt. Als erstes 6 mm. Die Säge gleitet richtig durchs Holz und das Ergebnis genau 6 mm. Als nächstes stelle ich 15 mm übers Sägeblatt ein. Die Kraft wird deutlich größer, aber das Sägen fühlt sich trotzdem sicher an. Und dann als letztes volle Stärke, 21 mm. Hier merkt man, dass die Säge echt Kraft hat. Mein Fazit, mega nice Sägeblatt. Was meint ihr? Macht so ein Verbot Sinn oder ist es längst überholt?